Ja, lieber Muni, grüß dich zum Ja, Interview. grüß dich, der Seetu. Ja, ich freue mich heute am Ostersonntagmorgen, dass du dir die Zeit nimmst und dass du ja gesagt hast zum Interview. Ich möchte dich auch interviewen zu dem übergeordneten Thema innerer und äußerer Frieden in Europa, wobei innerer bezogen ist auf die Menschen selber, also auf uns, was unser innerer Frieden betreffend. Damit würde ich gerne auch anfangen. Also, was heißt für dich innerer Frieden? Innerer Frieden, so wie der Begriff es ja sagt, findet innen statt. Das heißt, Frieden ist, wenn er wirklich ist, dann im Inneren mit sich selbst. Also es gibt in uns ja ein Zentrum, was ja auch ein Hinweis ist auf spirituelle Praxis, dass man nach innen gehen soll oder sich auf sein Herz beziehen oder in dem Herzraum öffnen soll. Da ist ein Raum in uns, der immer still und immer friedlich ist. Und wenn man sich darin aufhält, ist auch der Ausdruck, der durch einen selbst geschieht, auch eher friedlich. Also innerer Frieden bedeutet, man muss innen mit sich selber anfangen und sich auf diesen Ebenen aufhalten oder in diesen Ebenen aufhalten, die der Frieden selbst sind. Und von da aus ist es nur möglich, mit sich selbst in Frieden zu kommen. Und das ist die größte Herausforderung oder sagen wir Hereinforderung, weil man ist wirklich dazu aufgefordert, hereinzukommen in sich selbst, also bei sich zu sein und dann mit sich selber, mit dieser Form und all den Geschichten, die darin laufen, den Qualitäten und den Unzulänglichkeiten in Frieden zu sein. Und wenn dieser innere Frieden da ist oder dass die Präferenz ist im System, dann hat das eine entsprechende Wirkung auch auf außen. Wenn man in diesem inneren Frieden ist, gibt es da keinen Zweifel daran. Also wenn ich dich zum Beispiel jetzt frage, woran merkt man das, im inneren Frieden zu sein, das heißt schon, dass ich nicht im inneren Frieden bin. Wenn man das so fragt, prinzipiell schon, natürlich. Oder auch wenn ich frage, wie komme ich in den inneren Frieden oder wie komme ich in Frieden, ist natürlich klar, dass es aus der Position heraus geschieht, dass man sagt, man ist da nicht und will wissen, wie. Ja, wie merkt man das? Wie macht sich Frieden bemerkbar? In dem, das, was man vorher als Nichtfrieden oder sagen wir eher als schon beinahe als Krieg oder etwas kriegen wollen erlebt hat, beruhigt sich, also wird friedlich und still. Und wenn es innen wirklich still wird, dann sieht man, dass es da noch eine andere Qualität gibt, die sich zeigt, wenn es wirklich still ist, nämlich Zufriedenheit oder Glückseligkeit sogar. So eine ganz sanfte Qualität, die berührt und die innere Schönheit zeigt, so dass man dann, wenn man die für sich kennt, dann davon nicht mehr weg will. Aber das muss man für sich natürlich erfahren, leben. Sonst ja, ist es eine leere Formel. Ich denke, für viele Menschen ist es eine leere Formel, was Frieden wirklich ist. Es ist vielleicht eher die Sehnsucht danach, dass das Kriegen wollen oder die Unruhe im System aufhört. Weniger sich einem Frieden zu öffnen, weil man den nur vom Hörensagen kennt oder gar nicht kennt von der eigenen Erfahrung. Also ist die eigene Erfahrung das Entscheidende, dass man das spüren kann in sich. Aber wenn es still wird, ist natürlich schon friedlich, aber für viele Menschen ist das nicht genug, weil die mit Frieden gar nichts anfangen können oder mit dem Stillwerden von ihren Aktivitäten, weil sie sich dann leer fühlen und oder tot. Das ist schwierig für viele. Aber es ist ganz einfach, weil das eigentlich unsere Natur ist. Denn in unserem Zentrum ist es genau so. Und wenn wir uns da aufhalten, merken wir, dass das Zentrum nicht nur ein kleiner Punkt ist, wie man so in der Überlieferung sagt, ein kleiner Punkt in der Höhle des Brahma, das ist das Selbst oder das Atem der Atman, sondern wenn man in diesem Zentrum ist, dann weitet sich diese Erfahrung von Stille und Frieden ja aus und strahlt nach außen aus. Also dann kann man auch, wenn alles gut läuft, sagen wir es mal so,
kann man sehen, dass das eigentlich nur Frieden ist, wenn man sich da aufhält. Und dann will man auch keinen Krieg oder man will dann auch keine Streitigkeiten oder Unruhe in sich. Aber das muss man erst für sich kennen und manchmal muss man sich für sich erst erobern, wenn die persönlichen Strukturen zu stark sind, dass sie das überlagern, was Frieden ist, sodass man ihn nicht spüren kann. Kann man die Einstellung haben, offen dafür zu sein, für den inneren Frieden und beschleunigt das, den dann auch bewusst wahrzunehmen? Ja, einfach indem der Gedanke auftaucht, würde ich sagen, steht es schon beinahe an, weil das System damit ja sagt, es gibt eine Ausrichtung auf etwas, was jetzt anders ist als jetzt. Und wenn man offen für etwas ist, dann hält man es für möglich und grenzt es nicht mehr aus. Einen Schritt weitergehend wäre natürlich gut zu wissen, ich wüsste gerne, wie Frieden ist oder ich würde gerne den Frieden erfahren oder was kann ich tun, damit Frieden ist endlich. Also noch einen Schritt weiter, als nur offen zu sein. Weil dem, was das System ausdrückt und wenn es keinen Frieden kennt, muss man etwas entgegensetzen. Oder es das, was das System ausdrückt, reduzieren. Und das kann man eigentlich nur, wenn man sich dem Frieden öffnet, sodass der die Aufmerksamkeit von uns anzieht und die anderen Aspekte nicht mehr so stark sind. Also muss da schon ein Wunsch sein danach, damit sich das dann auch umsetzen kann. Aber die Offenheit allein ist schon gut, weil man beharrt ja dann nicht auf seiner Position. Und das ist extrem wichtig. Aber der Gedanke selber, ich möchte gerne im Frieden sein, kann der nicht auch schon den Frieden verdecken? Für jemanden, der im Frieden ist, kann der den in jedem Fall verdecken. Für jemanden, der nicht im Frieden ist, muss erstmal der Wunsch danach sein, weil sonst bleibt es beim Krieg. Was ist der Unterschied zwischen einem Harmoniebedürfnis und dem Wunsch nach Frieden? Das Harmoniebedürfnis ist, so wie ich eingangs sagte, dass man eigentlich eher das, was sich nicht gut anfühlt im System oder was man nicht mag im Leben, dass man das gerne nicht hätte und versucht, es nicht zu haben und zu ignorieren oder zu verdrängen oder zu ersetzen durch irgendwas anderes. Und der Wunsch nach Frieden ist der Wunsch nach einer Qualität, von der man weiß, sie existiert. Und wenn man dafür geht, hat die Energie im System oder das System selbst eine ganz andere Ausrichtung. Und worauf man sich ausrichtet, ist entscheidend für das, was dann im Inneren passiert. Also wenn ich in der Vermeidung bin, ziehe ich eigentlich durch dieses starke Nein genau das an, was ich nicht gerne haben will. Während ich in der Bejahung bin, und das wäre der Wunsch dann nach Frieden, ziehe ich das an, was in mir wirklich auch Frieden bewirken kann. Oder die Öffnung oder Umstände, die dazu führen, dass sich mir Frieden öffnet. Denn wenn ich den Wunsch nach Frieden habe, zeigt er sich ja nicht unbedingt sofort. Er ist zwar dann da, aber manchmal muss man dann bestimmte Aspekte von sich selber erstmal anschauen, die nicht in Frieden sind, damit der dann sichtbar werden kann. Und dafür ist es gut, man hat diese Ausrichtung auf den Frieden selbst, weil das ist eine starke Kraft. Und warum ist es eine starke Kraft? Weil es nichts gibt, was mehr das ist, was wir sind als Frieden, weil das ist, was wir identisch sind. Das heißt, es ist unsere Identität. Und nichts hat mehr Kraft für uns als unsere Identität. Also das, was wir sind. Daher ist die Ausrichtung dann auf Frieden natürlich stärker, als wenn ich sage, ich will keinen Frieden oder ich will nicht keinen Frieden, ich will die Unruhe nicht oder das Drama nicht. Weil, wie gesagt, das ja genau das anzieht, was wir nicht wollen. Also das, was die stärkste Energie in uns ist, ist das, was passiert. Und wenn das ein großes Nein ist zum Drama, dann hat man das Drama im Blick als ein Nein und dann sieht man genau das im Leben. Das wäre nochmal die Erklärung dafür. Wir reden ja jetzt nur allgemein. Manche Menschen betonen auch, dass es sich für unterschiedliche Menschen ganz anders ausdrückt oder darstellt oder wahrgenommen wird. Also die einen erleben es als Frieden, die anderen als Stille, vielleicht jemand anders als Authentizität. Oder ist das nur ein anderer Ausdruck? Ist es der Grundstoff immer der gleiche?
Ja, das Grundprinzip ist immer das Gleiche, weil das ist das, was unterschiedslos in allen Menschen, sagen wir mal, so ein bisschen pathetisch ausgedrückt, als Flamme brennt. Und die Flamme ist immer identisch. Und wie das System es jetzt dann umsetzt, weil alles, was im System passiert, also die ganzen Prägungen, die Ausdrucksformen, die färben dann eigentlich diesen Frieden. Das heißt, die färben eigentlich das, was nicht ist, als eine Energie. Also der Frieden ist ja selbst ganz still und wird nur überhaupt erfahrbar oder fühlbar dadurch, dass das System diese Qualität filtert. Also dass die Wirkung von Frieden auf das System ist dann eine bestimmte Ausdrucksform von Frieden, so wie du es eben genannt hast. Ja, dass es sich auf verschiedene Weise ausdrücken kann. Das ist dadurch bedingt, dass jedes System ein anderes Energiesystem ist und andere Prägungen in ihm wirken, die dann eine bestimmte Färbung bewirken, sodass manche wirklich dann glückselig sind, bei anderen ist es einfach nur ganz still, andere sind freudig oder sind einfach bei sich oder eben auch in der Energie von, und das ist dann wieder ein Ausdruck, der weitergeht von Authentizität. Macht es einen Sinn, dass du beschreibst, wie du den Frieden erlebst, oder verwirrt das nur, weil es eben bei anderen Menschen ganz anders sein kann? Naja, deswegen spreche ich auch immer mehr davon, dass es wichtig ist, sich auf den Frieden selbst auszurichten und dann zu schauen, was in dem jeweiligen System als Folge davon auftritt. Also ich sage nie, du richte dich auf Glückseligkeit aus oder irgendwelche Attribute, die dann auftauchen können, sondern richte dich immer auf das Höchste aus, weil das bringt in dir das Höchste zum Vorschein. Das heißt, ich sage nicht, mach dies so oder ich habe das gemacht, mach das so, sondern jeder muss das für sich selbst umsetzen, weil es gibt ja auch verschiedenste Methoden, sich dem zu öffnen oder das für sich zu verwirklichen. Und die muss immer dem jeweiligen System entsprechen, weil sonst kann das System das gar nicht machen. Also es ist sonst zu fasziniert von den üblichen gewohnten Ausdrucksformen. Es braucht etwas, wovon es selbst fasziniert ist und was es auch gut kann. So dass die Widerstände dagegen, die ja im System auch immer wieder auftauchen, dass die eben möglichst gering bleiben. Also muss jeder für sich das schauen. Und es hilft nicht, deswegen sage ich auch nicht, es ist wichtig, dass du weißt, wie sich unsere Natur in uns verwirklicht, wie genau das aussieht oder wie das passiert oder was dann da ist oder wie du dich fühlst oder was dann da auftaucht, sondern schau für dich selbst und versuche noch nicht mal Erleuchtung zu erlangen, sondern richte dich auf das Höchste aus, auf das Selbst, was du bist, und nicht auf eine Idee, die damit verbunden ist. Und das setzt dann die Menschen frei, sodass sie für sich selber schauen können, auf ihre Weise. Setzt diese Ausrichtung auf das Höchste, spiegelt sich das direkt auch in den Handlungen oder Nichthandlungen wider? Also, wenn ich mich zum Beispiel auf das Höchste ausrichte, interessieren mich vielleicht bestimmte Informationen nicht mehr, oder ist das erst, muss erstmal einfach die totale Ausrichtung auf das Höchste sein, und irgendwann schaut man mal, wie sich das auf die Handlungen auswirkt? Na, das geht relativ schnell. Das, je nachdem, wie stark dieser Wunsch ist und dann die Ausrichtung auch passieren kann, die ja auch nicht konstant ist, weil der Mensch ist nicht konstant. Also der menschliche Ausdruck und der Wille, der scheinbare Wille, den man hat, ist auch nicht konstant. Das heißt, wenn man versucht, sich auszurichten, wird das auch sehr schnell unterbrochen von allen möglichen Facetten des persönlichen Systems. Und insofern ist es wichtig, dass man das weiß, dass also das auch wieder unterbrochen sein kann. Und der starke Wunsch ist das, was erforderlich ist, damit es einen durch diese Tiefen zieht. Und natürlich färbt das relativ schnell auch die Handlungen und auch das Denken und das gesamte Energiefeld, weil es plötzlich eine andere Kraft ist, die von innen kommt und die uns entspricht. Und wenn wir davon fasziniert sind, dann ist natürlich klar, dann bedienen wir das nicht mehr, was uns vorher beschäftigt hat, fasziniert hat oder von dem wir loskommen wollten. Und da sich unser Energiefeld ändert, ändern sich auch unsere Gedanken und die Handlungen. Und vieles, was nicht mehr stimmt, wirst du schneller sehen.
einfach in dem Wunsch und in die Öffnung, in diese Qualität von Frieden oder Ausrichtung. Und von daher ändert sich, je nachdem, wie unbewusst du vorher lebtest, sehr viel. Und ansonsten nicht so viel, aber in Form des inneren Empfindens und des Seins in jedem Fall. Gibst du Empfehlungen, was generell das Ausrichten auf den Frieden fördert? Ja, generell fördert natürlich das Durchschauen der persönlichen Struktur und des Sehens, dass die Struktur dir überhaupt nicht dient. Also, weil sonst hast du ja gar kein Argument, dich darauf zu besinnen. Also das ist eine der wichtigen Voraussetzungen, dass man sieht, wie tickt dieses System, welche Tendenz hat es, welche Ersatzhandlungen lebt es, anstatt sich selbst zu kennen und aus innen, aus dem Frieden heraus zu leben. Und dient mir das. Und wenn du da ein klares Nein findest, hast du ein Argument für das, was Ausrichtung ist. Und wenn du einen Geschmack davon hast, dann wirst du daran festhalten. Also du brauchst ein Argument praktisch, um dich dem zu widmen. Und das eine Argument ist, das Leid leid zu sein und das andere eine Qualität im Blick zu haben, die das Leid bei weitem übertrifft und nicht nur ersetzt, sondern bei weitem übertrifft. Und natürlich gibt es da verschiedene Formen, sich dem zu widmen. Und die essentielle, ganz einfache, simple, die aber kaum jemand glaubt, ist die, sich einfach dem Frieden zu öffnen, beziehungsweise dem, was die Ursache für Frieden ist, dem Selbst, also unserer Natur. Aber für viele ist das schwierig, weil sie erst einmal wissen wollen, was ist denn unsere Natur und wie macht man das? Und ist denn, wie kann ich denn wissen, was meine Natur ist, wenn ich sie noch nicht gespürt habe? Und da muss ich ja irgendwas glauben, von dem ich jetzt gar nichts weiß. Aber ja, was unsere Natur ist, kann uns ja nicht schaden, da es wir es ja sowieso sind. Also ob wir uns dem jetzt öffnen oder nicht, kann an dem Leid im Sinne von Verschlimmerung des Leids eigentlich nichts ändern. Aber die Möglichkeit besteht, dass sich da vielleicht eine andere Seite zeigt. Und von daher, ja, ist das eigentlich kein Risiko. Aber für viele denken, ja, dann verändert sich alles. Und wer weiß, kann ich nicht mehr bestimmen, was ich tue, wenn ich mich dem Göttlichen öffne. Denn es heißt ja immer, das Göttliche soll bestimmen, was ich tue. Ja, also das sind natürlich einige Hindernisse dabei im inneren Denken. Aber wenn der Wunsch danach stark ist und durchschaut ist, dass das Leben so, wie es bisher bei uns nicht dient, dann steht ihm eigentlich nicht viel im Wege. Was ist der Unterschied zwischen, wie du sagst, verstehen, wie man tickt und sich beschäftigen mit der eigenen Geschichte? Ja, die eigene Geschichte ist das, was man erlebt hat und gefärbt durch die Prägungen. Das heißt, wir ziehen das in unser Leben, was die Prägungen ausdrücken, also die Eigenschaften, die wir ausdrücken. Und das, wie wir ticken, ist dann, wie wir damit umgehen, wie unsere Erfahrung mit den Prägungen war, also wie wir die Dinge kompensieren, was wir versuchen zu unterdrücken oder was wir als Ersatzhandlungen wählen oder was wir erreichen wollen mit unserer Struktur, mit unseren Prägungen. Das sind die grundlegenden Unterschiede. Also das eine sind die Erlebnisse, die wir hatten, die Geschichte, und das andere ist, in welcher Weise verarbeitet das System die Erlebnisse, die wir hatten, in Bezug auf die Prägungen, die in jedem System sind. Ich erlebe es manchmal so, dass bestimmte Informationen und Sachen bei mir so eine innere Aufgeregtheit hervorbringen. Aber ich kann damit irgendwie, ja, ich kann die einfach sehen, aber ich kann da quasi nichts gegen machen. Selbst wenn ich das Bedürfnis habe oder den Gedanken habe, mir wäre lieber, die wäre nicht da. Ja. Dann ist die trotzdem da. Es ist so eine Energie. Und ist das eine Art, wie ich ticke dann in dem Moment? Nein, sondern es ist, wie dein System bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse und Energie dann als Folge davon ausdrückt. Aber wie du tickst, wäre dann, wie gehst du damit um? Versuchst du es zu verdrängen? Oder was gibt dir möglicherweise in der Erforschung von dir selbst, was gibt dir diese Unruhe? Hat die vielleicht für dich irgendwo einen Vorteil?
Oder ist es ein Hinweis darauf, dass dein System vor etwas flüchtet und die Energie dann, wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die an die Oberfläche kommt, was wir nicht bestimmen können und auch nicht wissen, in welchem Rhythmus das ist, plötzlich auftaucht. Also das ist nicht unbedingt direkt, wie du tickst, sondern nur dass der Ausdruck von dem, wie Energie in deiner Form sich jetzt ausdrücken muss. Und du siehst ja, du bestimmst das nicht, wie du damit umgehst. Also du hättest es ja, könntest ja sagen, hast du auch indirekt ausgedrückt, oder fast auch schon direkt, dass es unangenehm ist und du damit nichts machen kannst. Also würdest du, wenn du was machen könntest, damit was machen. Das heißt, du würdest vielleicht sagen, ich will es jetzt gerade nicht haben, weg damit. Aber wir sehen, das können wir nicht machen. Wir können weder die Gefühle bewirken, noch können wir sie, wenn sie aufgetaucht sind, dann weghaben wollen. Also da können wir sehen, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind und dass eigentlich die Energie in unserem System mehr bestimmt, als wir glauben, dass wir bestimmen. Ja, bei mir ist es dann auch interessant, wie die Umwelt reagiert. Also ich selber finde es, hätte nichts dagegen, wenn das nicht wäre, aber andererseits, wenn es ist, ist es halt so. Aber wenn ich dann eben von meiner Umwelt noch höre, dass das quasi abgelehnt wird und dass die sich eher wünscht, ich wäre nicht in diesem bisschen aufgeregten Zustand oder Modus, obwohl ich erlebe es eigentlich manchmal einfach nur als Lebensenergie, also manchmal gar nicht so negativ oder so, ne? Aber ich kriege dann zu hören, ich soll doch lieber wieder ruhig sein oder ja. Okay, ja gut, das ist natürlich so, dass man durch seine Unruhe oder überhaupt nicht die Energie im System in anderen natürlich alles Mögliche auslösen kann. Aber auch nur, wenn es in ihnen eine Entsprechung gibt zu dieser Energie. Das heißt also, dann würde deine Energie die Umwelt so beeinflussen, dass sie auch unruhig wird und das will sie nicht. Damit wäret ihr beide im selben Boot oder je nachdem, wer es sonst noch ist. Also das ist so, dass wir natürlich da herausgefordert sind durch Begegnung mit anderen, dass unser Energiesystem in einer bestimmten Weise schwingt und das andere auch. Und dann kommt es zum Clash, wenn sich die Energie aufschaukelt oder konträr ist gerade. Von daher ist es natürlich für uns auch ein guter Hinweis, was in uns passiert und was es in anderen auslöst. Dass wir also nicht einfach nur diese Form sind, die da so für sich im Raum steht, sondern dass es da Überschneidungen des Energiesystems gibt und dass die ihre Wirkung haben. Ja, und wenn es dich ja nicht stört bezüglich der Unruhe und du dich sogar lebendig fühlst, dann ist es ja für dich eigentlich kein großes Thema. Es ist erst dann ein Thema, wenn du siehst, das hindert dich an etwas oder die Unruhe ist so stark, dass du vielleicht den Frieden in dir nicht spürst. Dann wäre das ein Grund zu schauen, so warum bin ich unruhig, was ist es, wovor bin ich auf der Flucht oder was suche ich noch unbewusst, also was ist in mir unerfüllt, was mein System dann im Unterbewussten ständig ausdrückt und mir gar nicht mehr bewusst ist. Und das wäre natürlich gut herauszufinden, welche Tendenz es ist und was sie verfolgt, was sie bezweckt. Und weil dann, wenn das durchschaut ist oder gesehen ist, dann hat es die Kraft nicht mehr. Muss so eine Tendenz immer was anderes verdecken, zum Beispiel Gefühle dahinter? Meistens ja. Also Gefühle dahinter oder bestimmte Konzepte, dass man in bestimmten Situationen sich so oder so nicht verhalten sollte oder nicht unruhig sein sollte. Ja, natürlich verdeckt immer irgendwas. Ja. Also dass mal Gefühle von Unruhe aufkommen, ist ja nicht wirklich ein Thema oder dass sich Energie im Körper zeigt in Form von Bewegung, ist auch kein Thema. Wenn es ständig ist und einen selber reduziert oder beeinflusst, dann ist es gut, sich das anzuschauen. Okay. Aber nicht anschauen im Sinne von, ich will es weghaben wollen, sondern wirklich sich selbst erforschen. Weißt du, das ist ein Riesenunterschied, weil die Tendenz haben wir ja, und so, das haben wir ja anfangs auch gesagt, das ist wichtig, dass man nicht versucht, etwas nicht haben zu wollen, sondern dass man versuchen soll zu verstehen, wie es ist. Also, dass man nicht vor etwas davonläuft, um Frieden zu bekommen, sondern dass man einfach schaut, wie ist denn die Lage? Also sich selbst zu erforschen, als
ich sage es mal in Anführungsstrichen, neutraler Beobachter. Weil wer kann sich schon wirklich neutral beobachten? Wir haben ja alle Aktien darin in Bezug zu uns selbst. Daher finden wir auch sehr selten wirklich selbst alleine heraus, was in unserem System so läuft. Aber es wissen zu wollen, was ist denn meine Motivation jetzt, dass jetzt Unruhe ist? Oder was will ich eigentlich damit erreichen? Einfach nur zu wissen, ohne dann die Idee zu haben, es sollte jetzt nicht sein. Denn wenn ich was erforsche, muss es ja eigentlich sein, damit ich es erforschen kann. So, dann versuche ich es damit nicht mehr wegzubekommen. Und das ist eine gute Position, die schon dem neutralen Betrachten sehr nahe kommt. Auch wenn da immer noch natürlich ein Wunsch dahinter ist, nämlich der, das zu entdecken. Vielleicht auch der, das zu entdecken, damit man es da nicht haben will. Einmal wirklich die Bewusstheit auf etwas gerichtet, also wirklich nur zu sehen wollen, was wahr ist, bringt dich mit der Wahrheit in Kontakt. Und die Wahrheit selbst ist etwas, was alles durchdringt, was sich zeigt. Und das ist sehr wertvoll. Und dann steigt man aus dem Bewerten aus und dann taucht mehr Klarheit auf. Und wenn die da ist und die persönlichen Strukturen nicht mehr die Tendenz haben wie davor, dann hat man eigentlich erst die Bahn frei, sich seiner Natur wirklich ohne Zweifel und ohne große Unterbrechung zu widmen und dann gute Qualität zu leben. Und die Funktion eines spirituellen Lehrers oder Lehrerin ist jetzt genauso, was du jetzt machst, also mir dann dazu zu sagen, was mir eventuell weiterhelfen kann. Ja, einen Hinweis zu geben, wenn ich da bestimmte Informationen habe, was im Leben so läuft, wie die Grundtendenzen sind, dann zu schauen, so was ist die Grundtendenz von Mensch oder was ist dann jeweils deine? Und einen Hinweis zu geben, wenn der andere das wünscht, in welche Richtung es gehen könnte, dass da die Tendenz, dass eine Tendenz ist, irgendwas was an Form von Bedürftigkeit im System ist und in welche Tendenz es ist, das zu eliminieren oder das jetzt irgendwann mal zu überwinden. Und der Hinweis ist natürlich der, dass wenn ein Mensch dafür geöffnet ist und es ansteht, sich das anzuschauen, dann kommt das auch im Gespräch in den Vordergrund und wenn nicht, ist es schwierig. Aber das ist natürlich nicht die Hauptenergie. Natürlich ist die Hauptarbeit eines Lehrers die, dass er dem anderen das repräsentiert in Form der Energie und der Präsenz und des Seins und natürlich auch sieht, was in dem anderen das ist, was dasselbe, was der Lehrer ist, in ihm noch verhindert. Also diese beiden Aspekte sind die wesentlichen Aspekte. Also nicht nur, was du sagst, sondern eben auch der Kontakt, deine Präsenz, die ich spüren kann, die vielleicht bei mir was anstoßen kann, mich auf einer gleich tiefen Ebene wahrzunehmen, wie du es machst. Ja, das ist was eigentlich passiert, wenn man sich begegnet, dass dann das Energiefeld den Einfluss haben kann, dass da eine Öffnung passiert, dass man sich selbst vielleicht sogar als das erkennen kann, was der andere ist. Und sodass in Resonanz dazu die eigenen Qualitäten mehr zum Vorschein kommen können als die Verhinderungen. Denn die werden dann reduziert oder sogar aufgelöst, je nachdem. Du hast eben von der Grundtendenz bei Menschen gesprochen. Siehst du auch bestimmten Umständen Grundtendenzen, zum Beispiel im politischen Umfeld jetzt in Europa? Siehst du da auch irgendwie eine Grundtendenz? Ja, sehe ich auch eine Grundtendenz. Da gibt es natürlich, also es gibt die Grundtendenzen des Menschen, nehme ich mal gerade vorweg, es gibt zwei. Also die in Form dessen, was uns dazu zwingt, Dinge zu tun, die die Persönlichkeit stärken. Also im Sinne von zu glauben, dass man jemand ist, der bestimmte Ausdrucksformen lebt und nicht das ist, was man eigentlich ist oder nicht das lebt, was man eigentlich ist. Und das ist eines Angst und Minderwert. Das sind die zwei Themen, die jeder Mensch hat. Und jedes System färbt die dann anders ein durch seine individuellen Prägungen. Und die kommen dadurch zustande, dass man eben glaubt, dass man diese Form, dieser Körper ist und in dieser Form bestimmt, was man tut und auch das ist, was sich ausdrückt. Und dadurch entgeht uns eigentlich
die Ganzheit, die wir sind, also unsere Natur. Denn wir sind nicht nur die Form oder nicht die Form, sondern jenseits der Form. Und das, was weit über die Form hinausgeht und völlig unbegrenzt ist. Und dass wir uns aber als reduziert sehen, bewirkt in uns Angst. Und weil uns eben diese Ganzheit fehlt, natürlich auch Minderwert. So, und davon ist im Prinzip die ganze Welt betroffen, beziehungsweise die drückt das aus. Und in Europa selbst ist die Tendenz, gehen wir mal von Deutschland aus eher, ist die Tendenz, dass die Menschen sich jetzt in dieser Zeit mehr der Individualität widmen, also mehr der Idee, noch stärker eine Person zu sein, noch mehr stärker ihre persönlichen Bedürfnisse in Form einer Ich-Identität in den Vordergrund zu stellen, sodass also im Vordergrund immer heißt ich als die Person mit meinen Bedürfnissen, und was mit dir ist, ist nicht wirklich wichtig, um das vorsichtig auszudrücken. Und da schaut jeder für sich, und das sehe ich auch natürlich, sieht man auch in der Tendenz in Europa, auch politisch gesehen, dass da zwar Deutschland da noch in der Rolle ist, dass es versucht, einen anderen Weg zu gehen, aber das ist auch, das ist eine komplexe Geschichte, weil auch aus der Vergangenheit natürlich wir uns da nicht mit Ruhm bekleckert haben, und jetzt ist dann eine Gegentendenz in Deutschland der Fall. In den anderen Ländern um uns herum ist es eigentlich, gibt es vielleicht noch Frankreich, aber auch da wissen wir nicht, wo es jetzt hingeht, gibt es kaum noch ein anderes Land, was diese Tendenz vertritt, und in Deutschland ist es auch nur halbherzig, weil eben diese Energie, die jetzt Deutschland ausdrückt, eine Kompensationsenergie ist zu dem, was früher unsere Geschichte im letzten Jahrhundert ausgedrückt hat. Also das sehe ich als Grundtendenz. Jeder schaut für sich. Also im Prinzip ist es vielleicht ein richtiger oder guter Schritt auf dem Weg, für sich zu schauen. Ein natürlicher Schritt, aber er kann dann, wie soll ich sagen, er birgt Gefahren im Außen, ne? Weil wenn jeder auf sich schaut und sich zum Beispiel nicht dafür interessiert, was allgemein politisch passiert, und sich vielleicht da engagiert, können Sachen passieren wie die Kriegshetze gegen Russland, die so allgemein hingenommen wird anscheinend. Ja, es ist natürlich so, dass wenn man sich auf seine Person besinnt und sich nur als die Person sieht mit ihren Grundbedürfnissen und den Bedrohungen, denen man dann ausgesetzt ist, wenn man das so sieht, weil man hat Angst vor dem Tod, man hat Angst vor Armut, man hat Angst davor, unterdrückt zu werden, keinen Job mehr zu haben und so weiter. Also die größte Tendenz ist Angst gemischt mit Minderwert. Und das alleine schon ein Paket, was recht heftig ist. Und wenn man natürlich das versucht zu potenzieren und keine Öffnung hat in das, was man wirklich ist, sodass dann Liebe und Mitgefühl in der Praxis dann fehlen, dann sieht es absolut schlimm aus. Und von daher drückt man natürlich das, was man in seinem Inneren hat, wenn man etwas kriegen will unbedingt oder Angst hat, etwas zu verlieren, drückt man kriegen aus. Und kriegen heißt natürlich, das Wort sagt das ja schon, dass man eigentlich Krieg will. Und auf der anderen Seite ist natürlich auf der spirituellen Ebene genau das wichtig, dass man für sich schaut erstmal, dass man wirklich schaut, so wie ticke ich und was sind meine Potenziale und was ist mein authentischer Ausdruck. Dazu muss man erstmal sich auf sich zurückbesinnen, aber das nicht prinzipiell in der Abgrenzung gegen andere, sondern um sich zu kennen. Das ist eine andere Motivation. Während diese Ich-Identität sich abgrenzt gegen andere. Und da fehlt natürlich der entscheidende Faktor in uns, nämlich die Liebe für die anderen. Aber ich sehe trotzdem nicht, dass man unbedingt politisch jetzt aktiv sein muss, sondern wenn man innerlich sich seiner Natur widmet und den Frieden ausdrückt, hat man eine enorm starke Kraft auf das gesamte Energiefeld seiner Familie, des Landes und Europa und der ganzen Welt und der gesamten Existenz. Und weil es ist schwierig, wenn man aktivistisch vorgeht, heißt es nicht, dass man mit seinen Argumenten von Frieden auf Gegenliebe stößt, nur weil man meint, Frieden ist das Absolute für alle. Wenn die den nicht haben wollen, führt genau das noch zu mehr Konfrontationen.
Von daher ist es eher das, was sich so zeigt, einen Zeitmoment, wo sich bestimmte Energien ausdrücken, was ich in der Geschichte beobachtet habe, was immer wieder der Fall ist, dass sich alles umwälzt und friedliche Phasen zu weniger friedlichen Phasen abwechseln und in den jeweiligen Ländern entsprechend die Energie, die sich da aufgebaut hat, sich dann wieder abbaut für eine Weile und dann baut sie sich wieder auf und dann tauchen wieder alte Feindschaften auf, hoffentlich aber auch ein paar alte Freundschaften. Aber leider hat es in der Geschichte so viel Krieg gegeben, dass da gar nicht so viel Raum ist für das andere. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, die Zeit jetzt erinnert sie an die Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, also 1930, obwohl die Menschen das vielleicht die meisten nicht erlebt haben. Eben so eine, erlebst du es auch so und ja, siehst du das ganz nüchtern? Ich weiß nicht, wie es jetzt in den 30er Jahren, du hast nicht genau gesagt, wie es jetzt dann für die Menschen war. Ich habe Ja, zu eben, der Zeit auch das noch nicht ist. gelebt. Ja, eben, dass es darauf hingeht, dass also ein Krieg in Europa wieder ins Bereich des Möglichen rutscht, Das meinst du? Ja. was ich total, also vor ein paar Jahren noch für absolut unmöglich gehalten hätte, ne? Ja. Und das, ja, das überrascht mich so. Ich dachte, bis in Europa sind wir irgendwie durch damit, Ja. ne? Aber das habe ich nicht gedacht. Also ich habe immer mich gewundert und habe immer gesagt, hätten wir diesen Krieg im letzten Jahrhundert nicht gehabt, der war für uns in Europa, ich sage es vorsichtig, man muss immer wirklich aufpassen, was man sagt da auch, aber es ist gut gemeint. Es war ein Segen, weil sich da ganz viele Energien von Krieg und aufgestautem Hass und so weiter, und die Deutschen sind ein Volk, ein kriegerisches Volk immer schon gewesen. Die Germanen, Ger heißt ja, also der Speer, und manisch heißt wirklich davon besessen zu sein. Das sind wir schon in der Geschichte. Da hat sich unglaublich viel ausgedrückt, was da an Hass und Krieg und Wut und Ärger und Enttäuschung als Energie war. Und dadurch hatten wir sowas wie eine Luftblase, in der wir seitdem gewohnt gelebt haben. Also da war die Energie ausgelaufen und dann war die erstmal in Form von einer Identitätskrise der Fall. Das heißt also, keiner wusste so genau, was jetzt ist. Und dann, wenn man irgendwo, also mir ging es so, wenn ich im Ausland war, habe ich eigentlich eher gesagt, ich bin eigentlich kein Deutscher. Also ich habe schon gesagt, dass ich Deutscher bin, aber ich fühle mich nicht wie ein Deutscher. Das heißt also, man hat eher das Gefühl gehabt, nein, also mit dem, was da war, möchte ich nicht identifiziert werden, weil es ist einfach nur schrecklich. Und aus dem Grund hat jetzt, das habe ich auch vorhin deswegen erwähnt, Deutschland eine andere Position in Europa, weil sie eben einfach noch unter dem Schock stehen und weil einfach da natürlich die Idee ist, wenn ich jetzt da friedlich bin in meiner äußeren Haltung, dann wird alles gut. Aber tatsächlich war ja so, dass da, es ist ja ein kriegerisches Volk, aber das sagen wir mal so, dass das Volk Krieg ausgedrückt hat in Deutschland, auch wenn viele nicht mitgemacht haben, aber trotzdem insgesamt hat es ja stattgefunden. Und danach war es nicht wirklich, auch wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, nicht wirklich im Kern aufgearbeitet, was es wirklich bedeutet hat. Also was in den Menschen passiert und dass sich deren Inneres nach außen ausdrückt und wie man bewusster mit Energie umgeht, all das war gar nicht Thema, nie. Und das war dann im Osten von Deutschland auch nie Thema. Und da gab es dann gleich die nächste Diktatur. Also erst die Besetzung von Russland und die Indoktrination in Bezug auf Sozialismus und dann die Deutschen selber noch härter gegen sich selbst. Also da hat sich das nie erholt, genau genommen. Also es wurde nie aufgearbeitet. Von daher ist immer noch eine Energie da gewesen, die noch die alte ist und die jetzt wieder aufersteht. Also das wusste ich, dass es kommt. Das wusste ich immer schon. Aber ich habe gedacht, so ähnlich wie du, also ich werde das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Irgendwann wird es auch anders werden, weil die Geschichte einfach zeigt, die Dinge ändern sich und es geht leider nicht immer in Richtung Frieden, so wie wir es uns wünschen und was wir für uns so erlebt haben inzwischen, also auf der spirituellen Ebene. Und daher dachte ich, Mensch, unglaubliche große Gnade, das hat es in der Geschichte nie gegeben, einen so langen Frieden in Europa hat das nie gegeben. Und ja, jetzt sind wir leider eingeholt davon, dass wir dann doch nicht so friedlich sind und dass sich die Energie, die eben in Ländern stattfindet, die eben immer noch
nicht in Frieden sind oder immer noch im Krieg sind, so ausdrückt, dass ja jetzt das, was sie auf der Erde oder in der Welt von in Form von Kolonien und Ausbeutung ausgedrückt haben, dass das jetzt auf uns zurückfällt. Also die Resonanz drückt sich insofern aus, als dass wir das alles anziehen, auch das Flüchtlingsthema und Gewalt und so weiter. Und ich sehe leider auch in Deutschland, ich kann ja vor allem nur von hier aus sprechen, oder von dem Land aus, auch sehr viel Gewalt, sogar auch beim Autofahren, unglaublich, was da passiert. Also da sind die Menschen leider nicht sehr geöffnet in Menschsein. Also das ist die Tendenz, die ich so sehe. Und ja, so ist die Lage aus dieser Sicht hier gerade. Und Kriegs... Ja. Ja, ja, bitte. Du siehst es sehr allgemein von den Menschen aus. Ist es nicht auch so, dass sich was jetzt ausdrückt, sehr stark mit den von den Politikern, die an der Macht sind, abhängig ist? Ja, ich sehe das mehr, es ist genauso wie du sagst, dass es geht mehr von den Menschen aus, weil es gibt eine Politiker an der Spitze eines Volkes, die die Energie des Volkes auch ein Stück weit repräsentieren. Das sehen wir ja auch jetzt in der Türkei ganz stark. Und auch grundsätzlich, das ist jedenfalls meine Beobachtung, dass niemand, auch ein Hitler zum Beispiel, egal wie er, also der muss natürlich entsprechende negative Eigenschaften haben, sonst kann er sowas ja gar nicht in der Form umsetzen, aber alleine kann das auch nicht. Also muss es eine Grundenergie geben, die das Ganze trägt und die zum Ausdruck kommt und dann auch zum Ausbruch kommt, wenn sie extrem stark ist. Und dann gehört jemand dazu, der an der Spitze steht, der das dann umsetzt. So verstehe ich Politik. Also wirklich global gesehen, also nicht auf die einzelnen Individuen abgestimmt, weil die einzelnen Individuen bestimmen ja auch nicht, was sie tun, sondern ich sehe das Universum als eine sich immer wieder wechselnde Grundenergie, die auch dann ganz spezifisch in einzelnen Ländern verschiedene Energien bewirkt und auch entsprechende Haltungen und dann im Miteinander, in der Kommunikation auch nicht anders, wie wenn zwei Partner miteinander sind. Also ich sehe das genau oft auf dieser Ebene. Für mich ist es so, dass ich für mich das Gefühl habe, dass ich dieser Grundtendenz zum Beispiel Stimmungsmache gegen Russland, dass das meinem Inneren gar nicht entspricht. Also ich fühle da ja, Verständnis und Vertrauen. Ich sehe Putin positiv. Ich mag Russland. Ich fühle da ja irgendwie ja vielleicht sogar Liebe dafür. Irgendwie ist aber dann der Impuls da draus auch oder deshalb auch handeln zu sollen. Okay. Ja, würde jetzt nicht viel helfen, wenn ich sage, ich sehe das ein bisschen anders, auch in Bezug auf Menschen, die an der Macht sind. Da gibt es unglaublich viel, was wir nicht wissen. Und insofern sehe ich das auch im Hinblick auf Russland nicht so rosig, obwohl ich das Land auch toll finde und die Menschen und wann immer ich Menschen begegne. Aber das hat vielleicht was mit Resonanz zu tun. Liebe ich die auch und finde die Sprache schön und auch die Weichheit. Aber es gibt da ganz andere Ebenen natürlich auch. Wie überall gibt es beide Seiten. Und ja, ich sehe so, wenn jemand da die Tendenz hat, dass er sagt, ich muss dafür kämpfen, dann soll er das auch machen. Ja. Ja, weil das gehört auch dazu, zu dem Gesamtbild des Universums. Ich kämpfe jetzt eher für die Wahrheit, könnten wir sagen, wenn ich kämpfe, weil ich weiß, das hat wirklich einen Effekt an der Basis, da wo Mensch ist, wirklich in seinem ganzen Inneren. Und wenn da diese Weichheit und das Mitgefühl für andere dann zum Vorschein kommt, dann ist es eine gute Basis, die anderen zu verstehen, weil wir können ja eigentlich jemanden nicht ablehnen oder gegen jemanden Krieg führen, den wir kennen. Also wen wir kennen oder was wir wirklich kennen, das lieben wir auch. Also wenn man eine Affinität hat, wie du jetzt zum Russland, du liebst es jetzt. Dann bist du vielleicht ein bisschen unkritisch gegenüber dem Chef oben. Das könnte sein, vermute ich, aber macht ja nichts. Aber so ist das. Und insofern sind diese Tendenzen, die wir in uns haben, natürlich auch so, wie wir unser Weltbild sehen. Und das ist aber niemals individuell.
Wie siehst du die Medien dabei? Also ich erlebe es, dass eben die Mainstream-Medien total in eine Richtung alle gehen, nämlich eben, die wir beschrieben haben, in Richtung Auseinandersetzung und Kriegsvorbereitung und so. Ja, man sollte meinen, in den Medien arbeiten auch ganz unterschiedliche Menschen und da gibt es ganz unterschiedliche Richtungen, aber die Mainstream-Medien sind sich so einig. Woher kommt das? Ich denke, das ist, also auch Medien sind, das weiß man ja, wenn man kritische Filme guckt zum Beispiel, dass die nicht immer so frei sind, wie wir das glauben. Wir sehen es ja auch in der Auseinandersetzung mit dem, was in der Türkei ist und was Meinungsäußerung ist, auch in Bezug auf den Islam, diese Geschichte in Paris mit der Zeitschrift, die da deutlich den Islam aufs Korn genommen hat, dass das doch inzwischen oder auch schon immer, das weiß ich nicht, aber jedenfalls jetzt deutlich sichtbar, dass die Politik da eingreift und so, dass nicht jeder das schreiben kann, was er will. Und die Kritischen eher immer weniger werden, sodass dass es leider da auch eine Tendenz gibt, dass auch die Meinungsäußerung nicht mehr in der Form frei ist, wie es mal war. Welche Nachrichten guckst du? Benutzt du die Mainstream-Medien oder informierst du dich im Internet über bei anderen Quellen? Also ich schaue den Videotext und dann schaue ich manchmal im Internet, was so gerade aktuell passiert. Das ist, was ich nutze. Und ganz bewusst natürlich setze ich mich nicht dem Drama aus, was jeden Tag eine Wiederholungssendung der Sendung vom Vortag ist, weil die Nachrichten auch eben natürlich ein Mittel sind, um die Leute einzuschüchtern, zu verschrecken. Da gibt es ja fast gar keine positiven Nachrichten. Und insofern ist es eine Wiederholung eines Szenarios, was es vor 100 Jahren auch schon gab. Das ist, ja, das ist, wenn ich, weißt du, wenn ich so die Talks gelesen habe von Ramana auch zu den Zeiten, du sprachst ja auch von den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren, da waren auch die Befürchtungen, was alles in der Welt los ist und wie kriegerisch es ist und in welche Tendenz es geht. Das insofern, ja, wiederholt sich alles. Aber heute gibt es halt mit dem Internet die Möglichkeit, eben auch ganz alternative Stimmen zu hören. Ne? Also die vielleicht früher hatte nicht jeder die Möglichkeit, eine Zeitung rauszugeben, aber einen Blog zu machen und so ist viel einfacher. Ne? Ja, das ist wahr. Ja, die Möglichkeiten gibt's. Aber auch das wird jetzt, gibt ja auch Gesetze, die das wieder einschränken, dass man nicht mehr alles schreiben kann. Ja, die Möglichkeit gibt es und glücklicherweise durch die Informationsmöglichkeiten, die es heute gibt, bekommt man überhaupt mit, was in der Welt los ist. Früher hat man das ja gar nicht mitbekommen, fast gar nicht. Heute wissen wir fast aus allen Teilen der Welt, was dort passiert. Nach welchen Kriterien entscheidest du, was für dich als Information annehmbar ist oder was Fake News ist? Einfach nach deinem Gefühl oder wie machst du das? Oh, das ist sehr, sehr schwer, das hier zu sagen. Manches kann man gar nicht unterscheiden und also die Möglichkeit wirklich zu sehen, was ist Fake und was nicht, vermischt sich immer mehr. Die Tendenz ist eher die, eher nicht zu glauben, was gesagt wird. Wie ist es jetzt zum Beispiel bei dem angeblichen Giftgasangriff in Libyen von der syrischen Armee, wo ja, also wo es meiner Meinung nach sehr viele Argumente gibt, dass es also nicht so ist, wie die Mainstream-Medien das dargestellt haben. Wie siehst du diesen konkreten Fall nur als Beispiel? Das sehe ich auch sehr kritisch, weil wir nicht wissen, wer wirklich den Hintergrund dafür bietet. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass das bestimmte Seiten immer wieder mal provozieren, sodass sie der anderen vorwerfen können, was sie angeblich tun. Also das ist, sehe ich auch sehr kritisch. Ja. Also da glaube ich niemandem ein Wort. Da kann ich mit gutem Gewissens dazu stehen, wirklich nicht das zu glauben, was in den Medien gesagt wird. Aber ein Teil könnte wahr sein, natürlich. Aber woher wissen wir es? Und was wissen wir, inwieweit sich die großen Mächte hinter verschlossenen Türen einig sind über bestimmte Dinge, um dann doch letzten Endes
jeder für sich und dann gemeinsam ein Szenario aufzubauen, das die Menschen einfach ja, dominiert und ihnen vormacht, was sie auch sehen wollen. Oder müssen, je nachdem, aus welcher Perspektive man es sieht. Ich nehme ja an, dass du das, was du den Menschen geben kannst, dass du das als wertvoll ansiehst. Also ich glaube, ich kann ihnen nichts geben. Das ist klar. Ich kann niemandem was geben. Das vorweg, aber weiter. Ja, oder eben, was du ihnen nehmen kannst, von mir aus auch. Und da, wahrscheinlich ist doch auch die Tendenz bei dir, das erhalten zu wollen, diese Möglichkeit. Die Tendenz ist, dass es zu sehen, dass es jetzt so ist und dass es sehr schön ist und dass ich das schätze oder liebe sogar sehr gerne mache auch. Und ja, natürlich wäre es okay, wenn das weiter so geht. Ja. Und gibt es da bei dir auch Vorkehrungen, also dass du dich zum Beispiel mit dem Gedanken auseinandersetzt, von Europa wegzugehen? Nein. Also nein, das nicht. Weil ich denke, es gibt keinen, also im Moment keinen friedlicheren Ort noch als Europa jetzt. Oder? Obwohl wir jetzt da auch von Anschlägen betroffen sind. Aber auch da weiß ich nicht. Da gibt es inzwischen so viele Tendenzen von Menschen, die das jetzt nutzen für ihre Zwecke und die gar nicht aus der islamischen Szene kommen. Von daher bin ich da auch vorsichtig. Also ich denke, man ist immer in Resonanz zu dem, wo man ist und was passiert. Und ich bin da eigentlich guten Mutes, dass mir sowas nicht passiert, was hier passiert. Aber wissen kann man es nicht. Und ich habe nicht die Idee, irgendwo anders hinzugehen. Ich dachte jetzt eher, dass deutsche Soldaten an der russischen Grenze stehen. Das heißt zwar Ost, das heißt nicht Ostfront, sondern Ostflügel oder wie weiß ich wie. Also das empfinde ich also gar nicht als friedlich und das finde ich sehr bedrohlich. Ja, das ist es. Das ist ja auch bezweckt. Dass man das bedrohlich findet. Nein, dass es die anderen bedroht. Und dass man es bedrohlich findet, vielleicht auch, das weiß ich nicht. So genau kann man nicht hinter die Kulissen schauen. Ja, natürlich ist es, ich meine, das ganze Leben ist, wenn Menschen nicht mit sich im Frieden sind, ist dann eigentlich für diese Menschen eine Konfrontation. Und das weitet sich dann aus, dass eben bestimmte Institutionen oder Völker das auch entsprechend ausdrücken. Wenn die Grundtendenz dieser Energie jeweils dann da zur Verfügung steht oder sich ausdrückt. Ja. Ist klar, dass man dann damit rechnen muss, dass die Gegenseite auch irgendwelche Maßnahmen ergreift. Das ist eigentlich klar. Ja, also mir ist es schon lieber, einen Reisepass zu haben und auch finanziell irgendwie die Möglichkeiten, vielleicht notfalls nach Neuseeland zu gehen. Okay. Ja, also die Tendenz hatte ich nie, irgendwo wegzugehen, obwohl ich auch mal dachte, es wäre schön, in Indien zu leben und in hochschwingigen Gegenden zu sein und eine gute Zeit zu haben und nicht viel Geld verdienen zu müssen. Die Idee hatte ich auch mal, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Und meins ist eher hier zu sein. Und ja, oft kann man es gar nicht so begründen. Wir versuchen es jetzt zu begründen, aber die Resonanz zu dem, wie man ist, die bestimmt das ja. Okay, dieses Jahr gibt es auch Wahlen in Deutschland. Hast du die Einstellung, dass man, indem man wählt und zum Beispiel eine Partei wählt, die grundsätzlich gegen Krieg ist und Kriegseinsätze wie die Linke, dass man dadurch was verändern kann? Tja, das muss jeder für sich entscheiden. Prinzipiell natürlich entscheidet das Volk oder die Mehrheit. Und wenn die Energie so ist, dass die Mehrheit jetzt das will und sich auf die Seite schlagen will, wird sie das tun. Dadurch kann man was verändern, natürlich, klar, in jedem Fall. Ich meine, die Wahlen sind ja die einzige Einflussnahme, die wir eigentlich haben. Wenn auch dann danach gesehen wird, dass der Einfluss eigentlich unwesentlich war, weil die Politiker dann doch machen, was sie wollen. Und man über nichts mehr abstimmen kann, was wichtig ist. Also insofern sehe ich das auch immer alles relativ. Ich habe in meiner Zeit, in der ich jetzt lebe, diesen Planeten beobachtet, dass egal welche Partei dran war, sich nichts geändert hat. Egal wer es war.
die Grundstruktur, die Grundtendenz ist geblieben. Und jetzt ist die Grundtendenz eher die, dass es einen Rechtsruck und gleichzeitig einen Linksruck gibt, eigentlich eher einen Kontraruck, aber dass es da auch keine Richtung gibt, wo man sagen kann, ja, da stehe ich dazu, weil nur gegen etwas zu sein oder für Frieden, dann ist man ja gegen irgendwas anderes, ist nicht genug. Ich finde, dazu gehört eigentlich, wenn man gute Politik machen will, gehört eigentlich ein Konzept, was die Menschen in den Vordergrund stellt. Und das tut eigentlich niemand. Leider ist es in der Politik so, dass die Politiker kein Interesse an den Menschen haben, sondern an ihrer Position, also an der Macht an sich. Insofern siehst du, sehe ich den Menschen in seiner Grundtendenz, vor allem der in die Politik geht, sehr kritisch. Ja, aber Gott sei Dank gibt es Ausnahmen, finde ich. Also ich sehe zum Beispiel Sarah Wagenknecht sehr positiv, ne? Ich glaube ihr, dass sie wirklich vom Herzen her möchte das Beste für die Menschen. Und wenn sie einen Einfluss hätte, wäre das Leben in Deutschland anders. Da bin ich mir ganz sicher, ne? Okay, vielleicht ist es so, aber das muss natürlich, müssen die Menschen tragen. Und wenn die es nicht tun durch ihre Grundenergie und durch ihre Wahl, wird es nicht passieren. Gehst du wählen? Ich in den letzten Jahren bin ich nicht wählen gegangen. Und dieses Jahr weißt du noch nicht. Dieses Jahr weiß ich noch nicht, schaue ich mal. Ja. Ja. Und du? Du wählst natürlich. Ich wähle, ja. Ich wähle schon seit Jahren die Linken. Ja. Also früher die Grünen, aber die haben sich meiner Meinung nach ja, irgendwie ganz komisch entwickelt. Da kann ich nicht mehr Ja zu sagen. Ich finde die auch nicht mehr grün. Also ökologisch ausgerichtet. Ja, aber möchte ich auch jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber die Linke war schon, seit sie im Bundestag ist, war sie gegen alle Kriegseinsätze, ne? Grundsätzlich. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und da glaube ich auch nicht, dass die einknicken. Und mir ist auch klar, dass sie wahrscheinlich nicht die Mehrheit oder an die Regierung kommen, aber alleine sie als größte Oppositionspartei zu behalten, fände ich schon wertvoll. Ne? Ja, ich weiß nur leider auch, also bin da doch etwas desillusionierter als du. Aber das ehrt dich natürlich, dass du immer noch an das Gute glaubst und denkst, dass das alles dann auch so bleibt, weil die Grünen hatten das auch. Die waren auch die Ersten, die wirklich da in Deutschland sehr stark dafür eingestanden sind, dass alles friedlich ist, und die haben Kriegseinsätze mitbestimmt. Und das würden die Linken auch tun, wenn sie an der Macht sind, dass sie das auch mitbestimmen. Also, oder sagen wir so, ich halte es für möglich, dass sie es auch tun. Also eine Gewähr oder Sicherheit gibt es da nicht. Nee, es könnte natürlich sein, wenn sie mehr Einfluss haben, dass dann auch da andere innerhalb der Linken mehr Einfluss hätten. Ne? Das ist klar, im Endeffekt hat man keine Sicherheit, aber für mich gibt es schon bestimmte Tendenzen, die ich gerne unterstützen möchte. Ne? Und ich meine, es hat keiner mehr Stimme als ich. Ne? Also jeder hat nur eine Stimme. Also man kann zwar sagen, was zählt meine Stimme, aber andererseits ist es genau umgekehrt auch. Keine Stimme zählt mehr als die eigene, ne? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und das sehe ich wie in Bezug zu allem, dass man das leben muss, was man als Energie, als starke Kraft in sich spürt, und dem auch folgen. Und dann, ja, wählen gehen, na klar. Ja, und für etwas gehen. Ich meine, es ist prinzipiell gut, eine Pro-Friedenshaltung zu haben, sagen wir es mal so ganz allgemein gesagt. Grundsätzlich gut. Aber häufig haben das natürlich Menschen, die in sich noch Krieg haben. Also frage ich dich jetzt, inwieweit hast du noch Krieg, weil du Frieden willst? Also weil du, weißt du, verstehst du, weil du so stark für den Frieden eintrittst. Ja, das macht man eigentlich nur, wenn man hofft, dass das im Außen Frieden ist, damit man selber in sich innen auch Frieden haben kann. Aber der kommt nie von außen. Das ist, also ich muss jetzt nicht auf dich reduzieren, sondern allgemein gesagt bist du, ja. Das ist ein wichtiges Argument, das habe ich bei vielen Menschen gesehen, die stark für den Frieden eintreten, dass sie eben bereit sind, auch für den Frieden zu kämpfen. Und dann geht es ihnen eigentlich auch nicht um Frieden, sondern um den Kampf, der noch in ihnen ist. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man da machen muss. Ob jemand aus sich heraus, weil er friedlich ist, für den Frieden ist, und dafür geht, dann würde er nicht dafür kämpfen, dann würde er auch den anderen den nicht aufzwingen. Wählen zu gehen dafür ist prima, ja. Was dann weiter folgt als nächster Schritt, das ist dann eine Sache dessen, wo man steht.
Also ich erlebe es nicht so, dass ich für den Frieden kämpfen will, sondern mein Gefühl ist, es ist einfach wichtig, darüber zu reden, so wie wir es jetzt machen und sich auszutauschen. Und wichtig ist auch, den Menschen zu sehen. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich interessant finde jetzt, dass in der politischen Diskussion nur noch der unterschiedliche Standpunkt gesehen wird. Also ich habe mich ja jetzt deutlich für die Linke ausgesprochen und für Sahra Wagenknecht. Aber andererseits, wenn jemand Positionen der AfD vertritt, würde ich sagen, muss man doch auch den Menschen als erstes sehen und dem zugestehen, eine andere politische Meinung zu haben. Also, ich erlebe es so, zum Beispiel eben auch auf Facebook und diesen Auseinandersetzungen, die es da gegeben hat, dass überhaupt nicht mehr der Mensch und das Göttliche im Menschen gesehen wird, sondern einfach nur, der hat eine andere politische Einstellung und das ist jetzt die Gelegenheit, da kann ich draufhauen und den fertig machen. Also so habe ich es erlebt. Ja, aber das ist, weißt du, bedingt dadurch natürlich, dass man jemanden nur fertig machen will in Aspekten, die man selber bei sich nicht sieht und unterdrückt. Und der andere spiegelt sie uns. Also das ist die Grundtendenz, dass im Moment, jetzt kommen wir mal wieder zur politischen Lage insgesamt auch in Europa, dass im Moment da die Tendenz ist, dass in vielen Menschen durch das, was auch im Außen passiert, aber was eigentlich insgesamt ansteht als Energie, als Grundenergie, dass die Themen hochkommen. Also das beobachte ich, dass bei vielen ganz tiefe Themen hochkochen und viele kaum noch Zeit haben, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, weil sie mit den Themen so beschäftigt sind, die in ihnen auftauchen. Und dann ist man natürlich bemüht, wenn man nicht wirklich Freiheit im Blick hat in seinem Inneren oder den Frieden will, dass man das auch noch verstärkt versucht zu unterdrücken oder man drückt es aus und man sieht sich da stark gespiegelt in den anderen und verneint seine eigenen Aspekte, wenn man eben den spirituellen Hintergrund nicht hat, dass man sieht, aha, das, was ich jetzt dagegen habe, ist etwas, was in mir auch stattfindet. Und wenn ich mir das anschaue, dann schaue ich mir mal meine Ebenen an und dann kann ich von da aus weitergehen und kann auch die anderen besser verstehen, weil die haben auch ihre Befindlichkeiten, ihre Schwierigkeiten, ihre Sichtweisen und ihre Gründe, weshalb sie zum Beispiel eine Partei wählen oder nicht. Das ist immer sehr individuell. Also ich sehe, die Politik der einzelnen Menschen ist sehr individuell bezüglich ihrer eigenen Befindlichkeit in Resonanz zu dem, was im Außen passiert. Wählen sie. Und dann, wenn die Befindlichkeiten sich ändern, wählen sie wieder was anderes. Also, dass es nicht eine Grundhaltung ist. Manche haben die, okay, aber so viele, wissen wir ja, die schwanken hin und her. Und viele Menschen sind, wie gesagt, heute an ihren Themen und haben kein Interesse mehr dann, wenn sie sich von sich selber abgrenzen, weil die eigenen Themen zu intensiv sind, sich mit von den anderen zu beschäftigen, beziehungsweise die Menschen zu verstehen. Die werden dann einfach abgelehnt. Und da kann man einfach nichts dran machen. Das muss man so hinnehmen und auf die Gnade des Lebens, hoffen, dass sich da vielleicht mal wieder was ändert. Nein, nein, das ist nicht so. Das ist keine fatalistische Weltanschauung. Jeder soll das tun, was er tut, und jeder macht es auf seine Weise. Also ich würde jetzt da nicht im Außen in die Politik gehen, weil es nicht mein Job ist und ich das nicht gut kann. Und nicht mein Ausdruck ist einfach. Dass andere das machen, ist total in Ordnung. Also alles, was sie machen, ist in Ordnung, um authentisch das zu vertreten, was sie sind. Das geht ja gar nicht anders. Das geht nicht anders. Aber es ist natürlich schön, wenn man bei sich schaut und sagt, welche Motivation habe ich denn jetzt dafür zu kämpfen? Oder was ist es, was mich da nervt? Oder habe ich den Punkt in mir auch gesehen, den ich von jemand anderem als menschliche Qualität verlange? Lebe ich den überhaupt? Oder verlange ich nicht von den anderen etwas, was ich selber gar nicht lebe? Das finde ich total wichtig. Um es selber nicht leben zu müssen, um es zu verdecken. Um es zu verdecken, wie verstehe ich das jetzt? Wie meinst du das? Also wenn ich den Respekt, den ich fordere, den andere haben sollen vor politischen, in Anführungsstrichen, Gegnern leben sollen, ja, wenn ich das fordere, kann das sein, dass ich das selber damit Ja, verstecken will, dass ich das nicht spüre. genau, das meine ich. Ja, das meine ich. Das ist ganz wichtig, sich selbst zu sehen und welche Motivation man da jeweils hat.
Das würde zum Beispiel, wir waren ja vorhin dabei, sich selbst zu erforschen, Aufschluss geben darüber, so was ist meine Motivation überhaupt. Gerade in diesen Themen der starken Konfrontation sieht man sich ja viel deutlicher gespiegelt. Als wenn alles so ganz gut läuft, so ganz friedlich ist, dann schaut man auch nicht, wo es Probleme gibt, weil die sind dann nur Randerscheinungen. Aber in solchen Zeiten, wo solche Konflikte sind oder wo Attentate passieren, da beschäftigen sich die Menschen schon mit denen, was tun Menschen anderen an, wie begrenzt ist mein Leben, was könnte passieren oder wie ist die Haltung von denen, die Attentate machen und so weiter, all das. Da tut sich ja eine ganze Wundertüte von Spektrum von Drama auf, dass man eigentlich gezwungen ist, sich anzuschauen. Also eigentlich eine gute Sache. An für sich müsste man, ja, ich hätte es beinahe gesagt, aber ich habe dann plötzlich gemerkt, ich sage es lieber nicht, weil es natürlich dann opferbedingt auf der menschlichen Ebene und Attentate, damit Menschen dann schauen können. Aber natürlich ist es so, dass die Dinge passieren und man kann es so dafür nutzen, dass man sich selber eben hinterfragt und erforscht. Ja. Aber es ist auch okay, sag mal, die Meinung zu haben oder die Einstellung dagegen zu sein, dass mehr Flüchtlinge nach Europa kommen. Durchaus ist das so. Ich finde, die Haltung sollte eigentlich die sein, dass global und oder wäre optimal, ja, sollte eher die sein, dass man schaut, dass in den Ländern, von denen die Menschen flüchten müssen, die ja auch nicht gerne flüchten und ihre Heimat und alles verlieren und wurzellos sind, dass dort Frieden ist, dass man da noch mehr Initiative ergreift, wenn schon, dass man auch dort die Menschen nicht zur Flucht zwingen muss. Und natürlich kann man sagen, ich finde es nicht okay, dass wir jetzt hier überschwemmt werden, weil wir sind dafür gar nicht eingerichtet letzten Endes, innerlich und äußerlich nicht. Aber die Notlage der Menschen ist natürlich groß und das ist ganz schwierig zu sagen, wofür man da sein sollte, grundsätzlich. Und vor allen Dingen muss man sich dann gegen Amerika stellen, auf jeden Fall in meinen Augen, weil Amerika hat ja ein Interesse daran, Europa zu destabilisieren. Also wobei Amerika heißt, bestimmte Kreise, die dort herrschen. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Ja, das führt wieder in das Feld der ganz komplexen Politik, die wir nicht verstehen und deren Hintergründe wir nicht verstehen und die Informationen, die wir bekommen, auch nur spärlich sind. Und keinen wirklich genauen Hinweis geben, nachdem man gehen kann und sagen kann, so ist es genau. Und jetzt richtig was dagegen, können wir eigentlich gar nicht. Sehr schwer. Sehr schwer. Also, die Politik ist nicht einfach nur Deutschland und die Flüchtlinge oder Europa und die Flüchtlinge. Es ist viel komplexer. Es ist die ganze Welt und die Flüchtlinge und was Flucht überhaupt ist und weshalb Menschen flüchten müssen, das sind einfach alles menschliche Aspekte, die natürlich Menschen betreffen. Und da finde ich, da muss man eigentlich ansetzen, weil sonst geht es immer weiter. Im ganzen Planeten, das hört nie auf. Aber wenn die Grundtendenz die ist, dass sich das so ausdrückt, weißt du, Devasedo, so verstehe ich das. Du weißt ja, ich sage nicht, dass wir bestimmen, was wir tun, sondern es ist immer da eine größere Kraft am Werk, die nicht persönlich ist, die nichts, keine Tendenz bewirken will oder keinen Sinn hinter all dem sieht, aber die einfach letzten Endes bestimmt, wie die Grundtendenz in den Ländern und in den einzelnen Menschen ist. Und insofern ist es okay, dann aus der persönlichen Warte zu sagen, ich gehe dafür oder bin dagegen. Aber die Grundtendenz die bleibt bestehen oder die ändert sich in der Weise, wie sie sich dann wieder ändert als nächstes. Ja, und dennoch gehört dazu, dass Menschen dann dafür und andere dagegen sind. Ja, ich finde, jeder sieht natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Und das ist natürlich, wie du sagst, auch durch die eigenen Prägungen bestimmt, was man gerade sieht. Aber ich finde, es ist eine Zeit, wo die Menschen das offenbaren sollten, was sie als Ausschnitt sehen und sich darüber in Würde und Respekt und Liebe austauschen, dann ist Veränderung möglich, meiner Meinung nach. Das ist wahr, aber wenn sie es nicht tun, also das ist ja auch eine gute Idee, nur die anderen sollten gefälligst, ja, liebevoll, menschlich sein, sind sie es, wenn sie es sind.
Nee, die Idee ist eigentlich, ich mache das oder ich versuche das zu machen, weil ich finde, das ist eine Zeit, wo das sein sollte. Wie weit die anderen sich daran beteiligen oder nicht, ist ihre Sache, ne? Super. Das spielt das Leben so, wie es spielt. Da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, Aber ne? wie machst du es jetzt, dass du noch liebevoller wirst? Nee, also was heißt, ich bin so liebevoll, wie ich bin und ich empfinde, was ich bin, aber ich mache eben zum Beispiel jetzt eine Interviewreihe Frieden, innerer und äußerer Frieden in Europa. Ich tue das, was ich meine, tun zu können. Yes, yes, yes. Andere machen das, was sie meinen, tun zu können, ne? Aber ich Ja. empfinde es eben nicht nur als persönlichen Ausdruck, mich darüber auszutauschen, auch über die politische Situation und was wir jetzt machen, sondern ich empfinde es als Zeitqualität auch, was hilfreich sein kann. Ja. Das ist ja so, und wir haben ja eben auch gesagt, diese Momente kann man immer gut nutzen, um zu verstehen, sodass man eben versteht, was jetzt ansteht oder was jetzt gut wäre zu tun in dieser Zeit. Und das hast du ja deutlich zum Ausdruck gebracht, nämlich, dass man miteinander im Gespräch ist, dass man kommuniziert. Und wenn man kommuniziert, ist ja schon wirklich eine Ebene des Konfliktes aufgehoben, dass man prinzipiell gegen sich geht oder dass eine Meinung jetzt grundsätzlich gegen die andere steht. Wenn man kommunizieren will, will man mit dem anderen die Grenzen aufheben, die zwischen zwei Menschen, zwei Parteien, zwei Ländern oder Kontinenten sind und schauen, welche Möglichkeiten des Zusammenfließens es gibt. Also das ist eigentlich die Zeit, sich selbst und andere zu verstehen. Und dann sehen wir wieder, dass wir Spiritualität und Politik nicht trennen können, weil natürlich wir spirituelle Wesen sind von unserer Natur aus oder Wesen sind, die ein Ausdruck sind von bestimmten Energien und die dann, wenn sie ihre Energien verstehen und leben oder transzendiert haben und leben, dann eine andere Qualität einbringen in das, was man Politik nennt. Ich trenne es eigentlich gar nicht, weil das, was wir als das grundsätzliche Prinzip von Mensch vorhin schon versucht haben einzugrenzen und zu definieren, ist das Prinzip, was auch überregional gilt, also auch länderspezifisch und europaspezifisch. Also man kann das ja nicht trennen. Und jeder kann immer nur das tun, was seinem Empfinden nach oder seinem Herzen nachgehend das Stimmige ist. Und andere machen leider da was anderes. Also die gehen auch dem nach, was ihr Ausdruck ist, der eben so ist, wie er jetzt ist und der dann kriegerisch ist. Ja, aber richtiger Austausch ist für mich irgendwie berührend und schön irgendwie. Also da merke ich, Ja. ja, bin ich zum Beispiel jetzt Tränen nahe, aber nicht Tränen des Schmerzes, sondern Tränen der Berührung irgendwie, weil ich sehe dich und ich fühle mich von dir gesehen und da ist Austausch und ich sehe, dass wir natürlich andere Ausschnitte sehen und der Schwerpunkt vielleicht woanders liegt, aber da ist trotzdem Verstehen und Liebe da, ne? Ja, es ist ja nicht so, dass wir versuchen wollen, den anderen die eigene Sichtweise aufzudrängen, sondern jeder schildert das so, wie er es sieht. Und das kann dann so stehen bleiben. Der andere sagt dann wieder was dazu. Es sei denn, wir kommen an einen Punkt, wo wir dann gleich kriegerisch werden müssen. Ja, das ist natürlich ist in so einem Gespräch, wo man einfach schaut, was geht. Ist Berührung möglich? Warum ist Berührung möglich? Weil die Grenzen nicht da sind. Also weil man das aufhebt, die Distanz aufhebt. Obwohl du ja jetzt in Gomera bist und ich bin hier in Ronneburg. Ja. Ja. Ja, das spielt keine Rolle, die räumliche Distanz. Ja. Aber das ist auch nichts, was man herbeiführen kann. Das ist entweder da oder es ist nicht da, ne? Ja. Also Politik heißt ja, Poli heißt ja Vielfach und Tick heißt, wie man tickt. Also wie das vielfache Ticken, das Ticken des persönlichen, individuellen Menschens. Also wir sind uns, glaube ich, einig in einer Position in jedem Fall, das ist die, dass erstens Frieden toll ist,
Ja, dass es nichts Besseres gibt eigentlich als das. Und dass der Mensch in sich den Frieden hat. Und ja, dass die menschliche Seite, das Menschsein eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass es wirklich Frieden im Außen geben kann. Denn ein Mensch, der kriegerisch ist, kann zwar Frieden fordern, aber er wird Krieg ernten. Das geht nicht anders. Ja, und wir sind uns, glaube ich, auch einig darüber, dass wenn jemand spürt, irgendwofür zu gehen, dann soll er das auch ruhig ausdrücken, ne? Ja, natürlich. Wobei wir natürlich da bestimmte Grenzen setzen würden, wenn also jetzt jemand einen Anschlag plant, der geht auch dafür. Das ist so nicht gemeint. Nee. Ja. Nee, das setzt, also ja, das setzt, an sowas denke ich gar nicht. Also da ist schon das Gefühl, dass es eben in einem friedlichen Rahmen sein soll, ne? Oder das kannst du mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ja. Gut, gibt's in dem Bereich noch was, was du jetzt gerne sagen möchtest und ausdrücken möchtest? Ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor, weshalb viele sich dem Frieden nicht so zuwenden, ist, dass sie einfach sehr gefangen sind von ihrem Ausdruck ihrer persönlichen Struktur und dass es inzwischen so weit ist, dass die meisten Menschen sehr stark unter Stress stehen und demzufolge dann die stärkste Energie, die unbewusst ist, überwiegt. Wäre es gut, sich Zeit zu nehmen, immer wieder mal für ein paar Minuten einfach mal auszusteigen aus diesem Hamsterrad des Erwerbens, des Kriegenwollens oder Vermeidenwollens und einfach mal in sich zu gehen und dem Zeit zu geben, dass sie wissen, was Frieden ist. Denn ja, wenn man in seinem Außen auch in alltäglichen Kriegen müssen, im Vordergrund hat, als Perspektive hat, ist der Frieden weit weg. Und der muss ja im Inneren gekannt oder bekannt sein, dass man diese Wichtigkeit sehen kann und dem auch dann Ausdruck geben kann. Und dem gibt man dann Ausdruck, indem man einfach mehr Frieden ist. Und das bewirkt den geringeren Widerstand, als wenn man dafür geht oder kämpft. Also das Kämpfen, in sich anschauen, wie das stattfindet, in welcher Form man als Mensch kämpft, und möglicherweise dann sieht, dass es einem selber nicht dient. Und ja, dann fängt man da an, wo Frieden anfängt bei sich selbst. Und der Rest kommt von alleine. Ich habe noch eine Frage in der Richtung, wie weit spielt der Körper dabei mit, dass wir Frieden empfinden? Also braucht der Körper zum Beispiel ein bestimmtes Maß an Bewegung, um so relaxed zu sein, dass wir Frieden empfinden können? Also wie weit ist es, dass der Körper seine natürlichen Bedürfnisse, wie auch zum Beispiel nach Bewegung, erfüllt bekommt? Ja, natürlich ist ein Körper, der immer nur rumsitzt, relativ träge oder das ganze System ist träge und ist dann auch nicht in der Lage, über sich selbst zu reflektieren. Und ja, je mehr natürlich der Körper spürbar ist als Faktor, umso weniger spürt man den Frieden. Der Friede ist ja sehr, sehr subtil. Also eine sehr subtile Qualität, dafür muss man empfänglich sein. Und der Körper sollte schon eine gewisse Transparenz aufweisen und auch gut versorgt sein. Übermäßig auch nicht, aber so behandelt, dass er das Essen bekommt, was ihn in Balance sein lässt, sodass er sich dann auch den Ebenen widmen kann, die jenseits der täglichen Zwänge sind. Also sich eine gute Zeit machen kann, sozusagen, in Stille, aber nicht nur in Stille, auch in Aktivität.
Und ja, natürlich ist der Körper die Basis auch der Grundenergie, die in einem System wirkt. Das heißt, die Aspekte in uns, die verdrängt sind oder die Prägungen, die stark wirken, die man über viele Jahre ausgedrückt hat, die drücken sich durch den Körper aus und zwingen dann ein entsprechendes Verhalten oder erzwingen dann ein entsprechendes Verhalten. Von daher ist die Form sehr wichtig. Aber letzten Endes sind wir nicht der Körper. Wir können ihn ja betrachten und unabhängig von uns sehen und funktionieren oder nicht funktionieren sehen. Aber das Betrachten ist immer losgelöst davon. Von daher ist es noch wichtiger, sich als das zu sehen, was jenseits der Form ist. Und dann kommt der Körper auch in eine andere Form von Stimmigkeit. Und über die Stimmigkeit oder über den Frieden, der dann dort auftaucht, Frieden heißt im Grunde genommen, dass Zufriedenheit dann auftaucht, wenn die Unzufriedenheit sich nicht mehr ausdrücken muss durch die Form. Ja, die Unzufriedenheit muss ich nicht mehr ausdrücken, wenn eben alles seinen natürlichen Lauf nimmt, ne? Also wenn die natürlichen Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, das ist die Frage, wie weit man das sieht, welche Begriffe man da anwendet für natürliche Bedürfnisse. Der eine, der braucht ein paar Häuser und ein paar Autos und so weiter, und der andere ist zufrieden mit ein paar Früchten oder ein bisschen Gemüse und ein paar Kartoffeln und kümmert sich um nicht mehr. Ja, die wesentlichen Bedürfnisse ist natürlich wichtig, dass die erfüllt sind. Also, dass man zu essen und zu trinken hat und einen Ort, wo man schlafen kann und aufgehoben ist, das schon auch. Das braucht man schon. In jedem Fall. Ja, das ist Ja, wichtig. ich dachte jetzt eben auch, für mich, der ich viel am Computer sitze, ist es ja dann auch ein Bedürfnis, mich zu bewegen, Sport zu machen, zu wandern und Yes. ja. Das ist gut, dass es da ist, weil viele haben dann das Bedürfnis, irgendwann nicht mehr sitzen, nur noch vom Computer. Von daher ist es gut, dass du nicht in die träge Kategorie fällst, weißt du, dieser Menschen, denn da ist es schwer rauszukommen. Aber ja, es ist gut, natürlich eine Balance dagegen zu haben dann und das auch noch gut zu finden, also gut zu empfinden, sich gut in der Form zu finden, das ist in jedem Fall eine gute Qualität. Und das tust du ja, wenn du viel rausgehst, joggen auch gehst, oder? Nee, joggen eigentlich nicht, ins Fitnessstudio, aber auch Tischtennis spielen, Volleyball spielen, alle möchten wandern, ja, toll. Alle möchten Aktivitäten. Ja. Na, ich fand das immer gut, körperlich aktiv zu sein, in jedem Fall. Ja. Bleibt dir da noch Zeit für? Zum Spazierengehen. Mein Tennispartner ist irgendwie, der hat jetzt irgendwas mit dem Herzen, ich weiß nicht genau was, da weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber spazieren geht schon, ja. Yes. Manchmal bleibt keine Zeit. Ja. Genau. Also wenn jemand aus deiner Gegend mit dir Tennis spielen möchte, wärst du vielleicht offen. Ja, ich wäre offen, wenn das ein Niveau ist, was mir liegen wird. Ja, in jedem Fall. Und jemand, der nicht nur auf Spielen und Kampf aus ist, sondern Spaß am Tennis haben will, das ist immer willkommen. Gut, vielleicht meldet sich jemand oder eine oder einer. Kein Suchvideo für einen Tennispartner, glaube ich kaum, dass ich da jemanden finde. Aber wer weiß, das Leben spielt. Ja, irgendwie muss ich ja, habe ich halt einen Impuls gehabt, das jetzt zu erwähnen auch. Ja, ja. Und du auch, ja. Ja, ja, ja. Ja, gut, Muni. Also von mir ist jetzt keine Frage mehr. Okay. Wenn von dir noch was kommt, oder? Ich wüsste nicht im Moment. Nein, sieht nicht so aus. Gut, dann lassen wir es dabei. Verabschieden uns in Frieden. Innerlich und äußerlich. Innerlich und äußerlich, ja. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, lieber Situ. Ja, gleichfalls. Vielen, vielen Dank. Gutes Gespräch mit dir wieder. Danke.